Markus, du bist auf der Reha-Care, wie schon fast üblich. Wie läuft es dieses Jahr? Unter welchen anderen Vorzeichen steht der Aufenthalt für dich jetzt bei der Reha-Care? Ja, läuft dieses Jahr wieder hervorragend. Also ich glaube, wir können hier wirklich auch ein sehr, sehr positives Fazit ziehen. Direkt der erste Tag, da ging direkt die Post ab hier. Muss man sagen, die Besucherzahlen sind, glaube ich, auch wirklich richtig gut. Also wenn ich mich an letztes Jahr erinnere, habe ich das Gefühl, dass wir da auch noch eine Steigerung hinbekommen haben. Und ja, ich denke, es ist für uns alle hier sehr erfolgreich. Was bedeutet es für dich, was bedeutet es für euch, auf der Reha-Care so präsent zu sein? Ja, für uns natürlich wichtig. Wir sind relativ nah hier auch in Düsseldorf dran. Das heißt, hier sind natürlich auch viele Menschen mit einem Handicap im Umkreis Düsseldorf oder auch vielleicht am Kreis, in dem wir auch arbeiten. Und somit ist es sehr, sehr spannend für uns auch. Wir haben schon sehr, sehr nette Kontakte geknüpft und ich habe den einen oder anderen auch schon für den Sport entdeckt. Das ist gut. Du hast auch so einiges entdeckt am Sport oder einige haben dich entdeckt in letzter Zeit am Sport, natürlich durch deinen Auftritt hauptsächlich in Ulm. Erzähl uns mal kurz, was war die letzten Wochen, Monate los? Hast du das schon realisiert, was da überhaupt alles passiert ist? Ja, um das Ganze zu realisieren, habe ich natürlich auch eine Weile gebraucht. Ich bin ganz ehrlich, das war schon ganz schön viel und ganz schön heftig auf einen Schlag vor allem. Dass man da die deutschen Meisterschaften gewinnt, damit konnte keiner rechnen, konnte ich selber auch nicht damit rechnen. Ich war wirklich sehr, sehr überrascht und die Einspannung hält bis jetzt noch ein bisschen an. Natürlich ist der Terminkalender deutlich mehr gefüllt, aber ja, macht ja auch Spaß. Ich denke, wenn man da ein bisschen was bewegen kann, auch im ganzen Inklusionsgedanke, dann sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Das wollte ich gerade sagen. Da waren ja auch viele Medien in der Schlange, die sonst nicht über den Behindertensport berichten. Also wie zufrieden blickst du auch auf die Zeit und mit wie viel Genugtuung endlich mal den Sport ins Rampenlicht geholt zu haben? Ja, ich bin absolut zufrieden, also sehr zufrieden sogar. Es hätte, glaube ich, keiner gedacht, dass wir wirklich auch mal so präsent sein können, wir vom paralympischen Sport. Und es ist einfach mal schön zu zeigen, was man trotz eines Handicaps noch imstande ist zu leisten. Und nicht nur ich, sondern auch die ganzen anderen Athleten. Es gibt wirklich Leute, die haben deutlich größeres Handicap und bringen hervorragende Leistungen. Und dafür möchte ich gerne ein bisschen die Leute sensibilisieren, dass man einfach mal sagt, hey, ich gucke mir auch mal gerne paralympischen Sport an, weil es sind Top-Athleten auch da, die tolle Leistungen zeigen. Und ich denke, es ist auf jeden Fall mal wert, auch bei unseren Wettkämpfen mal vorbeizuschauen. Wie war es dann letztendlich für dich, nach Swansea zu fahren, beziehungsweise wärst du so oder so hingefahren und nicht nach Zürich? Wie hast du die Entscheidung dann aufgenommen? Ja, natürlich ist man im ersten Moment schon ein bisschen enttäuscht, gar keine Frage. Es wäre natürlich eine ganz, ganz große Ehre gewesen, da mitzufahren und das sein Land auch zu vertreten, seine Nation zu vertreten. Das ist immer schön, das macht einen Athleten auch immer sehr, sehr stolz, aber das nicht geklappt hat. Gut, ich denke, das ganze Thema braucht noch ein bisschen Zeit. Wir sind in der Entwicklung, es geht in die richtige Richtung und ich denke, man muss der Entwicklung auch ein bisschen Zeit geben oder nicht zu aggressiv vorangehen. Ich denke, ja, wir brauchen ein bisschen Zeit und das wird dann auch. Aber dem Ganzen entnehme ich, dass du weiter das Ganze auch forcieren willst von deiner Seite aus und dementsprechend irgendwann auch auf so einer Bühne auftreten willst. Ja, absolut. Wir müssen einfach schauen, ob dieses Thema vergleichbar ist. Und da bin ich auch ganz ehrlich. Also entweder das ist vergleichbar, das müssen wir einfach jetzt untersuchen. Dann ist es doch toll, wenn wir gemeinsam Wettkämpfe machen können. Und wenn es nicht vergleichbar ist oder wenn wir einfach keine Möglichkeit haben, aktuell das wirklich zu vergleichen, also wirklich, dass man allen gegenüber fair bleibt, dann muss man auch das erkennen. Und vielleicht gibt es die Möglichkeiten, ein paar Jahren das Ganze herauszufinden. Dann bin ich vielleicht schon aus dem Sport raus, aber ich denke, wir müssen einfach eine Lösung finden und das Ganze mal anpacken und nicht immer auf die lange Bank schieben. Und das ist mein Ziel. Wir werden es begleiten. Dankeschön. Danke.